Übertragsfähige Spinne. Ja, Meister Gusbart, wir haben hier diese Spinne gefunden. Ich habe sie gestern zufällig in einem Bordell am Hafen kennengelernt und sie hat einen Mord beobachtet. Und aus unserer Sicht wäre es interessant zu wissen, wer diesen Mord verübt hat. Deshalb würden wir euch fragen wollen, kann man irgendwie auf das Gedächtnis der Spinne zurückgreifen? Ich meine, natürlich kann man das, aber könnt ihr das und könnt ihr uns sagen, wer diesen Mord verübt hat? Oder? Eine Hauswinkelspinne, die Tegenaria domestica, ja. Oder der Hamia. Sie ist eine von den Webspinnenarten, gehört natürlich zu den Familien der Eratigena atrica. Schaut einmal bei dem Thorax hier, diese Absenkung. Ich finde es sehr spannend. Wahrscheinlich ist es ein Weibchen, der... Richtig so erkannt, richtig erkannt. Sehr gut, Herr Kollege. Teil ist etwas größer. Ne? Und hier, die... Ist ja auch egal. Wir können uns gerne weiter danach über Spinnen unterhalten. Es ist ein fantastisches und sehr interessantes Thema. Zeig mal her. Ja, hier bitte. Ja, er nimmt sie ab, betrachtet sie, lässt sie so ein bisschen krabbeln, dann steckt er sie in seinen Mund und es knackt einmal. Lecker. Lecker. Das war so nicht geplant. Das war unser einziger Zeuge. Ja, ich befürchte auch. Naja, dann... Wie kann ich euch helfen? Sagt uns, was die Spinne gesehen hat, wenn ihr sie schon gefressen habt. Das kann ich euch nicht sagen. Warum habt ihr sie dann gegessen? Sie sind lecker. Nun ja. Viele wichtige Nährstoffe. Aber warum habt ihr sie jetzt gegessen? Ihr hättet sie später haben können. Ich hatte nicht angenommen... Nun ja, er kratzt sich so ein bisschen in seinem Kopf und dabei fallen ihm weitere Haare aus. Ich kann nicht mit Spinnen sprechen. Ich lese ihre Schriften. Spinnenschriften? Ja, selbstverständlich. Man kann nicht mit ihnen reden, aber sehr wohl hinterlassen ihre Beinchen Schriftzeichen. Die kann ich lesen. Könnt ihr die Schriftzeichen hinterlassen, die unsere Spinne hier in diesem Glas hinterlassen hat? Zeigt mal her. Nun, es ist ein bisschen schaubig. Bitteschön. Aber essen ist nicht. Das ist jetzt vielleicht unsere letzte Spur. Warum sollte ich das essen? Ihr seid ja wahnsinnig. Gucke etwas bedröppelt. Ja, er holt aus seinem Schreibtisch wohl weitere Zwicker und setzt sich auf, vergrößert ein bisschen, betrachtet das Glas ein bisschen, und Kalisitiano schaut dabei interessiert zu, nickt so, als ob das die Koryphäe schlechthin wäre. Notiert sich so ein bisschen was auf seinem Manuskript, ohne hinzugucken, und nickt dann. Ihr habt sie gefangen? Ja, das war ich. Ja. Ja, und kann sie etwas über den Mord sagen? Hat sie etwas über den Mord gesagt? Nein. Oh. Bist du dir sicher, Bortax, dass eine Hausspinne schreiben kann? Ja, er hat es doch gesagt. Er hat gesagt, dass wir hier richtig sind. Nun, ich hab gesagt, Spinnen sind dämlich. Seid ihr die... Nein, Spinnen sind nicht dämlich. Sie waren schon so lange hier. Viertes Zeitalter. Wir sind jetzt im 13. oder im 12. Ich bin mir nicht ganz sicher. Seid ihr euch sicher? Viertes Zeitalter? Ja, die Ruinen sind dahingehend eindeutig. Was für Ruinen? Aber mir, warum sind wir noch gleich hier? Was für Ruinen? Kann ich jetzt ja, was für Menschen schleppst du hier an? Nun ja, also, was möchtet ihr denn herausfinden? Möchtet ihr die Schrift der Spinnen lernen? Ich habe hier ein Buch der Kun Kao Pe oder der Keke Warnak. Könnten wir uns diese Bücher ausleihen? Gegen ein gewisses Entgelt. Ich hatte sie eigentlich Cesario Paligan versprochen und auch Goldo. Er will eine eigene Maraske haben. Nun ja, aber... ich habe hier einige Notizen von den Kibu Garnak. Ja. Und das Almagest, aber das habe ich bereits Kanesetianer versprochen. Verzeiht. Was habt ihr versprochen? Das Almagest. Das sagte er doch bereits, oder nicht? Also, Sintianer, ihr solltet auf eure Bücher aufpassen. Ihr habt wohl Ratten an eurer Kajüte. Was?
Viele Bücher erwischt. Ja, Boltax, seine Tagebücher. Was? Ganz zerfressen. Nein, nein, das kann nicht sein. Ratten, das hätte ich bemerkt. Aber schön, dass meine Tagebücher wieder aufgetaucht sind. Apropos Tagebücher, hättet ihr vielleicht noch ein weiteres Zulamin vielleicht? Nein. Verdammt. Schade. Kasetiana, wo ihr gerade hier seid, wir hatten einige Fragen, was eure Giftuntersuchung angeht. Was für eine Untersuchung? Stopp. Hat er die angestellt oder war das die? Achso. Ich glaube, ich war schon durchgeführt, aber wir hatten schon eine Expertise. Du hast gesagt, da wäre Dalek ein Bericht vor. Von Nidja. Achso, okay. Genau. Was wisst ihr über Avelmir? Was stand drin? Ein Purpurblitz. Ja, darüber. Tja, ein sehr starkes Gift. Alchemisch hergestellt. Wo würde man es hier in der Stadt, wäre man, sagen wir, jemand Ortsansässiges bekommen? Tja, teuer. Also Gifte kriegt man hier neben Drogen zuhauf. Wahrscheinlich auf dem Perlenmarkt oder auf dem Drachenmarkt, würde ich sagen. Ist ein derartiges Gift hier frei verkäuflich? Tja, ich glaube schon. Also, frei verkäuflich ja, allerdings ist das ein Großhändler, an den ihr euch wenden müsst, denn der gemeine Strauchdieb, der es zum Meucheln seiner Großmutter oder seiner Schwiegermutter braucht, der wird wahrscheinlich auf die Naftanstau oder so etwas zurückgreifen, den Goldleim, aber... Und der könnte sich vermutlich auch ein solch exquisites Gift gar nicht leisten, nicht wahr? Genau, der Preis spielt hier eine Rolle. Wie ist dieser Großhändler? Wenn man Gift braucht, dann wendet man sich normalerweise an den Giftfürsten. Horun, der Giftfürst. Er hat eine eigene Villa. Allerdings ist er auf dem Silberberg nicht geduldet, deswegen musste er sich in den anderen Stadtteil zurückziehen. Vielen Dank für diese Ausführung. Wir werden wohl mit dem Mann einen Geschäftsbesuch abstatten. Hinter dem Effa-Tempel, hinter dem Perlenmarkt. Dort werdet ihr ihn höchstwahrscheinlich finden. Sagt am besten, Kanesitianer hat euch geschickt oder so etwas. Das werden wir tun. Vielen Dank. Und Kanesitianer, bevor ihr nun ja dieses Buch wieder verlegt, ich würde gerne einen Blick hineinwerfen, wenn ihr gestattet. Ins Almagest? Natürlich. Sehr wohl, sehr wohl. Wenn ich es ausgelesen habe. Was ist daran so interessant? Nun, es ist eine sehr spezielle Lektüre. Sehr exquisit. Möchte die mir sagen, sehr verboten. Nur das liegt natürlich in der Betrachtungsweise. In der Betrachtungsweise eurer Gilde? Dann war es nicht verboten. So, so. Nun gut. Und Goldo will eine eigene Maraske. Ja, er hat sich den Maraskan-Garten draußen angelegt und alles, was ihm noch fehlt, ist eine Maraske. Er hatte mich darum gebeten, dass ich eine auftreiben kann. Wir versuchen, die Essenz darzustellen. Mit Hilfe von Kanesetiana wird es uns vielleicht gelingen, eine anzulocken, ohne dass wir einen Maraskenführer haben. Ziemliche Mistviecher, aber wenn sie erstmal zahm sind, angeblich relativ harmlos. Ach, es ist doch nicht schwierig, einem Tier seinen Willen aufzudrücken. Boltax, ich denke, es geht darum, erstmal mal hinzuhalten und nicht das irgendwie zu verzaubern. Ja, ehrt euch, Herr Jalan. Sie werden nicht zahm. Es ist so wie mit Haustieren, nur dass der Maraskenführer das Haustier ist. Und die Spinne der Herr. Oder eher die Mutter. Ich habe mich von den Viechern immer ferngehalten, aber wenn ihr in einiger Zeit noch dieses Bedürfnis habt, eine echte Maraske in der Hand zu haben, ich bin mir sicher, Zulamin könnte euch aushelfen. Die sind wohl scheinbar in Janka heimisch. Wenn ihr eine eigene haben wollt, dann solltet ihr euch vielleicht an Kandisetiana richten. Der hat all die Informationen, die ich ihm geben konnte. Allerdings hat er die Aufzeichnung dazu verloren. Da müsstet ihr, wie gesagt, noch einmal mit ihm sprechen. Er verlegt gerne Sachen, die ich ihm gebe. Aber Ich kann mich einfach nicht von hier loseisen. Alanfa und Maraskan, das ist weit weg. Ich habe hier eher einige Opalenminen, an denen ich Interesse habe. Nun, ich dachte ja daran, dass wir euch eine importieren könnten. Opalenminen? Interessant, erzählt mehr. Ja, von hier aus, irgendwo hoch ins Gebirge. In einem Talkessel soll eine Opalmine liegen, in dem man Schriftzeichen von Skorpioiden und Arachniden gefunden hat.
von Asseln, alles Dinge aus dem vierten Zeitalter. Ich habe einige Abschriften und einige Risszeichnungen. Aber ich wollte jetzt auch nichts rausbrechen lassen und selber durch den Dschungel. Nein. Oh, habt ihr schon mal daran gedacht, ein Erzelementar zu beschwören? Ich glaube, der Mann kann nicht zaubern, Boltax. Ach so, na. Vielleicht lernt ihr es irgendwann noch. Ich glaube nicht, dass der Mann es noch irgendwann lernt. Danke für das Mittagessen übrigens. Wenn ihr rausgeht, denkt bitte an meinen Nachttopf. Nun, ich denke, wir werden ihn eben beauftragen, euren Nachttopf zu leeren. Nun, hab jedenfalls Dank für das aufschlussreiche Gespräch. Ich nicke dabei keiner Zitianer zu. Sagt Meister Diamantis, habt ihr auch Tagebücher, die ihr mir geben könnt? Könnt ihr schreiben? Ich kann selbstverständlich schreiben. Ich schreibe Logbuch. Nun, ich wäre sehr daran interessiert. Immerhin hörte ich, dass ihr bei an Bord der Golgari wart, als sie sank. Das wäre sicherlich sehr interessant. Das ist richtig. Ein einzigartiges Tagebuch. Bin ich dabei gewesen. Einzigartiges Wissen. Vorzüglich. Mindestens drei Seiten an. Ereignis reicht die Schlacht. Wenn ihr mir versichern könnt, dass es nicht so endet wie Boltax seine Tagebücher, dann könnt ihr dort einen Blick reinwerfen. Ja, ausgezeichnet. Danke. Wir werden im Übrigen noch einmal über das Spezialanfertigung, die ihr für mich gemacht habt, reden müssen. Sie scheint ein wenig verzögert zu wirken. Das kann nicht sein. Aber ich könnte die Dosis erhöhen. Ihr solltet euch dann allerdings nicht selber schneiden. Nun, wir reden da in Ruhe drüber. Demnächst. Nun, Gusbert, wo habt ihr diese Bücher, die ihr uns empfohlen habt? Die liegen oben in der Bibliothek. Nein, wartet. Cesario hatte mir die wieder mitgebracht. Wartet. Ja, damit guckt er einmal in seine Rumpelkammer, schiebt da wohl so ein paar Terrarien hin und her und holt dann staubige Folianten raus. Mal etwas dicker, mal sind sie nur zwei, drei Seiten dünn, umschlagen mit irgendeinem seltsamen Leder. Und gibt dir dann einmal Historia Mundi mit von irgendeiner Isora del Orsini aus dem Jahr 897. Dann das Bestiarium aus Winsalt. Er gibt dir die Magie im Spiegel der Zeitalter und die exischen Verschwörungen von Trigibarn. Historia Mundi wieder, also verschiedenste Quellen. Und dann eben auch die Anleitung, wie man Spinnenschrift lesen kann. Die exischen Verschwörungen schnapp ich mir. Ausgezeichnet. Das scheint ein Buch zu sein, das meinem Bedürfnis entspricht. Nun ja, ich würde jemand 10 Goldstücke auf den Tisch legen und das dürfte wohl reichen. Das wird wohl reichen. Ein neuer mit 10 ausgezeichnet. Ich wusste, dass meine Forschung zu etwas Nutze ist. Nun, wir werden sehen. Ihr seid wahrhaftig eine Zierde für eure Zunft. Kommt, gehen wir. Wir sollten auf dem Rückweg von der Universität auf jeden Fall noch unsere Weissagung abholen. Oh nein, diese Quacksalber. Warum tut ihr das nicht? Ich werde währenddessen einige Dinge erledigen und wir treffen uns später auf dem Schiff wieder. Nun gut. Aber lasst euch nicht wieder verhaften. Tue mein Bestes. Ja, dass ihr alleine gehen wollt? Nun, ich habe nicht vor, diese Quacksalbe auch so. Vielleicht Sulamin wollt ihr vielleicht? Guckst du ein bisschen mitleidig an? Ja, ich möchte Boltax begleiten. Das klang interessant. Es ist eine sehr interessante Erfahrung. Man muss deinen Geist offen und fit halten. Ich weiß, habe mir das Geist ist etwas verstaubt. Aber naja, das kommt eben vor. Vielleicht könnten wir hinunter zum Strand gehen. Hatte er nicht etwas von Vogelflug gesagt? Ich glaube ja, das sollten wir am besten mit ihm besprechen. Er ist in der mathematischen Fakultät, ganz oben auf dem Turm. Natürlich, er ist Astronom. Ja, irgendwie schon. Ach ja, und da ist eine bezaubernde Isinde Geweihte. Sie hat Abel mir erklärt, dass er nicht rechnen kann. Wirklich? Ja. Er hat sich gedacht, also da steht so ein Schiff
mit verschiedenen Winkelmaßen und Bögen und das simuliert, wie verschiedene Geschosse fliegen und er dachte, eine Gleichung wäre falsch und er wollte mich darauf hinweisen. Und dann kam die Irrsinnige geweiht und hat gesagt, dass er keine Ahnung hat. Da, das war ein großer Spaß. Was weiß die Irrsinnige weiter schon? Nun, ich denke, vom Rechnen wird sie was verstehen. Ja, Wissen ist ein bisschen deren Ding. Ja, ob sie rechnen kann, ist eine andere Frage. Aber egal. Wenn ihr euch weiterhin in der Universität aufhalten werdet, ich werde wohl die Akademie werfen. Ich wollte einen Bekannten fragen. Treffen wir uns am Ausgang? Ihr solltet euch wohl auf euren Kampf vorbereiten. Das sind noch einige Tage und Rafim hat mir schon versprochen, dass er noch ein wenig mit mir übt. Ich denke, wir werden morgen einen kleinen Abstecher in die Südstadt machen. Ihr wisst schon, der Geschäfte halber. Gott, was genau hattet ihr da im Sinn? Später. Später. Ich setze mich von der Akademie ab, ich habe hier nichts mehr zu tun. Und auch nicht den Willen, ihn da bei mir herzulockern, während er mit diesem und jenem Gelehrten spricht. Da schälte sich unvermittelt ein Schatten aus dem dunkelgrünen Blätterwald und mir schien, es verstummten sogleich sämtliche Geräusche des unheimlichen Dschungels, die mir in den letzten Nächten den Schlaf geraubt hatten. Auch der Admiral und seine Mann waren überrascht und spielten nervös an ihren Werkhängen bei der allweisen Hesinde. Was war das? Der gesamte Körper des Geschöpfes war mit weißem Puder bestäubt, bis auf die rostroten Zeichnungen und Handdrücke am Oberkörper. Darunter konnte man die Farbe von Haut und Haar gut erkennen. Von solch tiefschwarzer Finsternis war sie. Zwei weißliche, wie im Bahn hervorgetretene Augäpfel starrten uns an. Lippen und Zähne waren blutverschmiert. Das menschenähnliche Wesen trug nur einen Umhang aus dunklen Federn um die Schultern und den mächtigen, knöchernen Kiefer eines anderen Tieres als Kopfschmuck. Schauderte, als ich erblickte, was das Wesen in einer Rechten hielt. Den abgetrennten Kopf von Harry Keller und wir seit Tagen vermissten. Ihr Mund und ihre Augen waren zugenäht worden. Die Kopfhaut hing nur noch in blutigen Fetzen vom Schädel herab. Der Admiral hatte sich als erstes wieder gefasst und gab den Befehl. Aus dem reisenden Vademecum der Hesinde geweihten Vivione Chiuga Kai. Gefunden bei ihrer Leiche. Seit 2 Wochen reist ihr durch die Dschungel von Alanfa, Meridiana. Die Hölle, die euch entgegengespuckt wird. Immer Inares Sentenza folgend, die zahlreichen Gefahren, Krokodile, Insekten, Spinnen, Jaguare abwehrend, gemeinsam mit den Söldnern. Aber mir gemeinsam mit Rafim. Wir schreiben das Jahr 1026 nach Bosporans Fall. Und ihr steht vor einem hohen Berg, der dort aus dem Dschungel, aus den Lianen, aus den Bäumen hervorragt. Die Trommeln dröhnen bereits seit 2 Tagen. Aber jetzt sind sie lauter. Irgendjemand muss dort oben sein. Ihr könnt sie hören. Die einzelnen Handelsplätze waren verlassen auf dem Weg. Niemand mehr, der Gift eintauscht. Menschenopfer. Eisenwaffen. Nichts mehr. Ihr seid alleine. Und niemand kann euch hören. Rafim, in welche Gegend hat uns diese Führerin geführt? Ich hasse den Dschungel. Ich kann euer Einwände verstehen. Es ist warm, es ist schwül. Das ist schön, aber die ganzen Mistviecher. Mama mia, es ist furchtbar. Ihr habt vollkommen recht, Rafim. Hey, überall diese Mücken. Hey Rafim, sieh mal hier, ich hab eine Mysop-Viper gefangen. Meinst du, wir können das Gift daraus pressen? Wieso fasst du eigentlich immer alles an, was giftig ist? Aber ja, das ist eine gute Idee, finde ich gut. Na siehst du, ich weiß doch, was gut ist.
Also gut, stellt die Taschen ab. Wir müssen die Kluft überwinden. Der Hang hier führt erst steil nach oben, bevor er nach oben geht. Der Wasserfall dort, ihr könnt es sehen, er ist blutig rot. Dort oben muss der Kral sein. Sie haben einen See dort. Zumindest sagt dies die alten Bücher der Sindegeweihten. Das ist sehr interessant, aber könnten Sie mir vielleicht sagen, warum der Wasserfall so rot ist? Ist ja nicht normal. Opfer. Ich weiß nicht, ob es Menschenopfer sind. Zumindest sollen sie dort Schwarzoger haben. Vielleicht lassen sie auch die ausbluten. Mamma mia. Das sind viele Trommelschläge, die man hört. Es wird sein. Wir sollten aufpassen. Vielleicht sind viele für uns. Ina, sagen euch diese Trommelschläge etwas? Nein, nur, dass man dort nicht hingehen sollte. Aber wenn der hochgelehrte Herr dorthin möchte, dann sollten wir uns einen Weg über die Kluft suchen. Vielleicht müssen wir einen Baum fällen. Mit den Trommeln zwingen sie die Seelen von Verstorbenen, hier zu bleiben, in dieser Sphäre. Danach sperren sie sie ein. Das geht mit Trommeln. Höhere Nekromantie. Aber Boron gefällig. Deswegen sind wir hier, die alten Visa-Kulte zu erforschen. Der Patriarch will es. Ich bin nicht ganz sicher, was Nekromantie ist, aber wenn es Boron gefällig ist, warum nicht? Keine Sorge, Senora. Wenn ihr Angst habt, die ganze Zeit hinter mir bleiben, ne? Ich sollte vorsichtig sein. Dort kann man es sehen, ihr Territorialzeichen, der schwarz bemalte Totempfahl mit den Raben. Das sieht nicht gut aus, wenn ihr mich fragt. Ich kenne mich mit diesen Zeichen von diesen Wilden nicht aus, aber es scheint meine Art Warnung zu sein. Nun gut, Meister Rabe, mir, es ist keine hohe Kunst, aber ist doch ganz nett. Ich meine, immerhin haben wir hier etwas, eine Wegweiser oder so etwas. Bin mir nicht sicher, ob es ein Wegweiser ist oder etwas anderes. Und was tun wir, wenn wir diese Leute erreichen? Ja, wir nehmen natürlich Sklaven. Die Voodoo sind bösartig, schlechte Menschen. Deswegen seid ihr hier. Ich weiß nicht, wie viele es sind, aber wir haben eine Basaltfaust. Danach beginnt die Forschung. Also ich bin ja nur da, um den Meister Rabe mir für seine privaten Dienstpaketten zur Verfügung zu stehen. Deshalb, ich bin nichts Kämpfer. Ihr müsst auf mich verzichten. Ich bin da nicht gut drin. Nun, vielleicht sollten wir es einmal probieren, mit diesen Menschen zu reden, mit diesen Wilden. Ich finde euren Humor ja ganz gut. Das meint ihr doch ernst. Man kann mit diesen Menschen nicht reden? Sprecht ihr denn ihre Sprache? Nun, ich dachte, Rafin könnte sie verstehen. Was sprechen die denn? Vermutlich irgendein Dschungeldialekt. Und in die Sprache der Wilden, der Waldmenschen? Tombe Mohas. Sie kommen doch alle aus dem Süden. Ließen sich hier nieder, nachdem sie Uthurien verließen. Was ist denn jetzt Uthurien? Der Südkontinent. Südlicher als Aventurien. Und dort kommen die Wilden. Einige sind auf den Flößen geblieben und segeln immer noch umher. Andere ließen sich im Dschungel nieder. Mit ihren Visa-Kulten, aus dem dann unser Boron-Glaube geheiligt entstand. Mamma mia, es gibt andere Kontinente. Ich dachte immer, das wäre eine Insel irgendwo in der Karyptik. Na, ist das nicht die große, wie heißt die denn noch gleich? Die ist doch so, oder? Naja, wenn das ein ganzer Kontinent ist, dann muss es wohl groß sein. Naja, so oder so. Irgendwelche komischen Götter machen mir keine Angst. Holt eure Kletterseile und achtet nicht auf die Schrumpfköpfe. Berührt sie nicht. Finstere Magie steckt in ihnen.
halt auch nicht vor, sie zu berühren. Du weißt, dass ich jetzt an dieser Schrumpfkopfe berühre, ja? Ja, du kannst also heran. Nicht mit der Hand. Ich nehme einen Stock. Du trittst ein, zwei Schritte heran an die hohe Felswand. Wie gesagt, der Wasserfall, der hier nach unten rauscht, auch einige Pilze, die du hier erkennen kannst, die hier als dunkelbraune Pilze, die die Felswand aushöhlen, die sie so ein bisschen blasig machen. Hier soll man hochklettern. Du tockst gegen einen der Schrumpfköpfe, die unglaublich klein sind, und der gibt nach, so als ob kein Knochen im Inneren wäre. Gibt einfach nach. Schau ein bisschen näher hin, zucke ich mit den Schultern. Kannst sehen, dass die Augen vernäht sind und auch der Mund wurde vernäht. Ja, dann werfe ich den Stock in den nächsten Busch und gehe wieder zu den anderen zurück, die das Klettergeschirr fertig machen. Siehst du? Komplett ungefährlich. Hier, gelehrter Herr, nimmt die Steigeisen. Aber wenn wir oben sind, legt sie schnell wieder ab, nicht dass ihr stolpert. Vielen Dank. Hier durch diese Schlaufe ziehen. Ah, genau. Ja, ist gut. Genau. Macht jetzt da hinten fest. Seht ihr? Genau hier. Ah. Perfekto. Ah, sehr, sehr gut.